Ja, ist für mich unschaffbar in 7 Sekunden, weil ich kann ja nicht... Ich kann ja nicht Dings hier. Also ich habe ja keine Fähigkeit, die mir da irgendwie weiterhilft. So. Hier. Also das Fragezeichen kann schon mal weg. Und hier müsste ich dann noch eine Diamantenmarkierung hinzufügen. Momentchen mal. Achso, die fahren dann aus. Hier habe ich auch noch alles nicht entdeckt. Was ist hier? Schriftrolle. Sie sind weder göttlich noch unsterblich und doch besitzen Djinns einzigartige Kräfte. Jeder von ihnen kann zwischen einem guten oder bösen Pfad wählen. Jene, die nicht den Weg der Dämonen beschreiten, werden oft um Hilfe angerufen. Okay. So. Okay, hier geht's noch runter. Oh nein. Okay. Nein! Ah, das ist fies. Aber warum? Also wenn ich mich umdrehe, dann fährt der rein. Nein! Dann ist das Ding unsichtbar! Das ist zum Zurückkommen, oder? Nein, ich hab falsch rumgeguckt! Okay, da gibt's eine Münze. Markieren wir uns das mal, Schatz. Ich habe ja auch nicht ewig Zeit heute. So, und was gibt's hier? Oh Gott. Rückwärts rüberspringen. Wer denkt sich das aus? Aber hier gibt's im Endeffekt nur Schätze. Hier gibt's sonst nichts. Das heißt, tatsächlich, dieses Rätsel muss man weitermachen. Ich kann mir höchstens noch diese Xerxes-Münze da holen. Und dann, Joa. Ah, das Problem ist, ich muss mich umdrehen. Lad dich mal auf. So, so. So, umdrehen. Oh Gott. Ja. Ist das komplex hier. Also ich muss mich umdrehen, springen. Dann muss ich das Ding anschießen. Und müsste mich eigentlich in der Luft wieder um... Ah, Leute! Leute, 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 Leute. Also wenn ich mich umdrehe und springe, dann verschwindet die Plattform. Nein! Das bringt mir aber nichts. Doch. Nein! Verdammt. So. Nein! Zu spät. Warum hast du dich umgedreht, du Depp? Ja. Nicht umdrehen. Schön da stehen bleiben.
So. Also. Umdrehen. Ah, stehen bleiben. Was trinken. Rückwärts springen. Alter! Aber wenn ich mich umdrehe, ist die Plattform weg. So. Okay. Wenn ich mich umdrehe, ist die Plattform weg. Das heißt, ich muss einmal dagegen springen, schießen und dann... Boah, ist das komplex. Nein! Du Idiot! Warum habe ich mich denn nicht umgedreht? Warum bin ich denn rückwärts gesprungen? Erst umdrehen, dann springen. So geht's auch. Okay. Man kann es auch kompliziert machen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Komme ich jetzt hier wieder rauf? Ach, hier kann man das quasi schon üben. Ja. Okay. Das heißt, im Endeffekt... Bis auf diesen einen Bereich habe ich hier jetzt alles erledigt. In diesem neuen Bereich, den ich noch nicht entdeckt hatte. Das heißt, müssen wir jetzt wirklich... Ich muss das, glaube ich, wirklich machen. Ach ne, in der Mitte ging es hoch. Nee, da drüben ging es hoch. Bin auch blind. Hier ging es hoch. Aber kann man das mit dem... Also hier steht ja quasi eine Weisheit. Wenn dein Zorn die Weisheit überwiegt und dein Zielperson nicht dient, schreite nicht durch diese Tore. Wenn ihr mehr an Ahriman und deine Waffen mehr als seine Seele schätzt, halte dich von diesem Ort fern. Nur wenige Sterbliche sind da hier verborgenen Geheimnisse würdig. Ja, weil irgendwie muss ich zu dem mittleren Tor kommen. Und das Tor da oben habe ich noch nicht geöffnet. Ich hasse Speedrun. Gibt es hier wenigstens irgendwas Richtiges oder ist das nur irgendwas... Also Moment. Nö, das ist schon mal falsch. Wobei... Ah, richtig abspringen. Na, mal gucken, wie schnell ich das schaffe. Habe ich eigentlich schon verkackt. Ich hätte wegrutschen müssen. Ah, verkackt. Ich hasse das. Ich bin am Controller nicht so gut. Nee, kann ich schneller machen. Ah, was habe ich denn da gemacht? Habe ich mir voll den Finger gebrochen gerade. Nein. Cancel. Nein! Okay. Wie habe ich das denn gemacht? Boah! Nö. Ich bin kein Speedrunner. Aber es ist theoretisch schaffbar. Wenn man nicht so wie ich einfach losläuft, sondern... Nein!
Er hat den Absprung nicht mehr geschafft. Oh! Menno! Ich hasse sowas ja. Nein! Da oben muss ich... rutschen, springen, rutschen. Mal sehen, ob der das geschafft hat, da oben drauf zu landen. Nö. Nö. Wiederholung. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Dieses Feature nervt. Kann man dieser... Das nervt. Dieser Jump nervt. Ja. Sag mal, lass nein, das doch. Nein, Rutschen. Nein! Falsche Taste! Oh, nein! Nein. Ich hab dich blicken lassen! Nein! So einfach wär's. Momentchen mal. Hä? Geht das? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, dann kann ich mich da hinstellen. Mist. Das resettet er. Schade. Ich dachte, wir können cheaten. Momentchen mal. Da kann ich mich zurückspulen? Wird der jetzt zerstört eigentlich? Ja, der wird zerstört. Ha. Schade, dass mir die Fähigkeit überhaupt nichts bringt. Nein. Nochmal üben. So müsste das aussehen. Kurz davor. Ich bin drauf gekommen. Nein! Die Tür ging nicht auf! Verdammt! Leider ist unsere Zeit um. Ich mache noch einen letzten Versuch und dann war's das. Nee, ich komme nicht rüber. Nö. Das war's. Ich würde sagen, diese Challenge wird wohl für immer ungelöst bleiben. Wobei, einen letzten Trick will ich nur ausprobieren. Dich, du blödes Mistding. Da ist ein scheiß Trick dabei. Der scheiß Trick ist, ich kann mich innerhalb dieser Zeitschleife teleportieren.
Aber nicht außerhalb dieser Zeitschleife. Lecco mio, ich hab's geschafft. Das ist mir nämlich erst beim zweiten Mal aufgefallen. Ich habe nämlich überlegt, was habe ich anders gemacht? Letztes ultimatives Tor. Das werde ich aber nicht heute machen. Ich habe mir überlegt, was habe ich anders gemacht? Ich habe nämlich in dem einen Durchlauf versucht, mich vor dem Durchlauf zu teleportieren. Das funktionierte aber nicht. Aber als ich mich im Durchlauf irgendwo habe manifestiert, hat das geklappt, dass ich mich dahin versetzen konnte. Das heißt also, theoretisch Speedrun-mäßig würde man es schaffen. Aber, ja. Es funktioniert nicht ohne diesen einen einzigen Trick mit dem Teleportieren. Gut. Aber bis ich dahinter gekommen bin, ist erstmal eine halbe Stunde vergangen. Wie dem auch sei, Sonntag werde ich entsprechend weitermachen. Das heißt, für die Leute auf YouTube geht es morgen weiter mit dem Inhalt des letzten mysteriösen Tores. Wollen wir mal kurz zumindest hingehen. So, da werden wir am Sonntag reingehen für die Leute auf Twitch. Und für die Leute auf YouTube werden wir morgen reingehen. Das war's für heute. Das heißt, denkt dran, favorisieren, abonnieren, liken. Und wer abonniert hat, der immer schön dran denken, drückt die Glocke. Meine Stimme ist irgendwie ein bisschen damaged. Wie dem auch sei, das war's für heute. Ich sag tschüss.